Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Es ist noch nicht vorbei. Ja, in der letzten Folge haben wir uns das Ende angeguckt von Tales of Symphonia. Wir wissen, wie die Geschichte zu Ende geht. Wir wissen, was passiert, wenn wir Mythos erledigen und, ja. Und, ja, in der letzten Folge ist mir nicht mehr so eingefallen, was ich noch nach dem letzten Boss noch machen könnte, so nebenquestmäßig, außer hier die Unterwelt und all sowas, wofür ich wahrscheinlich noch ein bisschen trainieren muss. Aber dann ist mir, nachdem ich meine PS3 ausgeschaltet habe, noch eingefallen, hey, Moment mal, das Kolosseum. Ja, und 2 Tage später bin ich jetzt hier. Sehr gut. Ja, das Kolosseum ist doch mal nicht eine schlechte Idee. Ich speichere mal ganz kurz hier und den sollte ich besser nicht überschreiben, den dritten Spielstand. Erstmal durch, obwohl, wenn ich irgendwann das Projekt beende, werde ich wahrscheinlich nochmal gegen den letzten Boss kämpfen und dann diese Daten nehmen zum New Game Plus. Und ja, wir versuchen uns jetzt mal eine Runde im Kolosseum, die Anfängerklasse, 5000 Gold, sehr gut. Tun wir nochmal Erklärung durchlesen. Zunächst müsst ihr die entsprechende Teilnahmegebühr für die jeweiligen Klasse zahlen. Nachdem ihr euch für eine Klasse entschieden habt, wählt ihr die teilnehmende Person aus. Danach schreitet ihr eine festgelegte Anzahl von Kämpfen basierend auf der Klasse. Eine Niederlage bedeutet das aus. Sobald ein Kampf beginnt, darf keine Items mehr verwendet werden. Außerdem finden die Kämpfe nacheinander statt, weshalb ihr euch im Voraus gut vorbereiten solltet. Wenn ihr alle Kämpfe erfolgreich beschreitet, habt ihr diese Klasse geschafft und bekommt einen entsprechenden Preis. Außerdem können neue Klassen und neue Kampftypen außer dem einzelnen Kämpfen freigeschaltet werden. Ihr habt euer Bestes und viel Glück. Wie entscheidet ihr euch? Ja, Anfängerklasse. Wenn man daran bedenkt, wie lange wir schon die Kolosseum Anfängerklasse machen können, dann dürfte ja wohl kein Problem sein. Außerdem ist es eine Anfängerklasse, also weiß ich nicht. Nehmen wir Presseia. Alles klar. Soll ich vielleicht nur so Ausrüstung und so gucken? Ja, Kraft ist natürlich nicht schlecht, aber irgendwie was mich dauerhaft heilt, weil wir können uns wahrscheinlich nicht heilen. Das heißt ja wahrscheinlich nicht, wir können uns nicht heilen mit Presseia. Deswegen, ja, nehmen wir irgendwie sowas, was uns hier und wieder mal ein bisschen heilt. Du hast eine Axt, ich brauche eine Axt. Ich werde stärkste Axtkämpfer der ganzen Welt werden, ja, viel Spaß. Ich bin auch noch da. Dann fällst du mir heilig. Was? Aber jetzt nicht absichtlich verlieren, nur weil du von mir geheilt werden willst. Doch. Okay, sehr gut. Kannst ja also doch heilen dazwischen. So, mal gucken, wie sehr ich aufs Maul bekomme. Was Schlimmes kann ja nicht passieren, außer wir alle sterben. Wir kommen in der Anfängerklasse hier gegen alle Kämpfe los. Und hier haben wir die Herausforderin. Presseia kommt hier aus, die den Titel Jägerin trägt. Lass den ersten Kampf beginnen. Yay. Okay. Wow. Und keine Items zu einsetzen, ja. Oh, der zieht aber ganz schön viel ab, finde ich. Ja, super. Dann kann man ja Dinge ziehen. Ja, super. Ist gut. Also dafür hätten wir schon so weit gelevelt sind mittlerweile, gehen wir noch ganz schön aufs Maul. Danke. Bisher gewinnt den ersten Kampf. Ersten Kampf siegreich bestritten. Keine Verletzungen festzustellen. Ja, genau. Gehen wir zum zweiten Kampf über. Los geht's. Oh, nee. Kommen wir direkt nacheinander? Okay, du bist aber langsam. Das ist gut. Mann! Kann ich auch mal. Sehr gut. Vielleicht war sie nicht so eine große artige Wahl. Boah. Wow, nichts, was ich zum Heilen benutzen kann, ne? Okay.
Maha. Ja, super. Ja, kochen sollte ich vielleicht, ne? Aber ich habe jetzt nur was TP halt. Bisher gewinnt den zweiten Kampf. Zweiter Kampf siegreich bestimmt. Ich kann noch kämpfen. Beendet bisher die Anfängerklasse siegreich? Ne. Hier der letzte Kampf. Ja, super, das ist sogar der letzte. Oh, eine große Axt konnte er da nicht finden, ne? Wer sich einfach dazwischen heilen kann, verteidigen kann. Na super, ich brauche noch ein bisschen, warte. Jawohl, boah. Uns geht es gut. Gerade so. Bisher hat es geschafft, bisher hat die Anfängerklasse bezogen. Dritten Kampf siegreich beschritten, ich bin glücklich. Sehr, 12.000 Gold und ein Medizinset. So, das war's heute. Bis zum nächsten Mal. Wie ein Medizinset. Was ist das denn für eine Belohnung? Hoch, Tokunaga, bist du das? Auserwählter, es ist lange her. Du kennst ihn? Ja, irgendwie schon. Was gibt's denn? Möchtest du etwas von mir? Du und deine Gefolge seid sehr stark. Wie nennst du ihr Gefolge? Nun ja, immerhin. Ich bin der Auserwählte, weißt du was? Immerhin bin ich der Auserwählte. Schreibfehler. Der Himmel hat mich mit vielen Talenten beschenkt. Stärke, Schönheit, Intelligenz, Kultiviertheit, Bescheidenheit. Wenn dich also jemand im Kolosseum besiegen würde, müsstest du ihn anerkennen, stimmt das? Wie? Nun ja, ich denke schon. Ich glaube aber nicht, dass es jemanden gibt, der den schönen Zellos besiegen kann. Ich verstehe. Ich freue mich schon auf den nächsten Kampf. Das hoffe ich doch. Wer war das? Er ist, naja, ein alter Bekannter. Okay, was habe ich gerade bekommen? Ein Elixier oder was? Ist das alles? Super. Geil. Okay, Geld haben wir bekommen. Ich möchte jetzt mal nicht so... Hey, wer bist du denn? Gruppenkämpfe. Ah, oh, das klingt doch schon besser. Mittlere Klasse, okay. Meine Güte, wir kriegen aber noch ganz schön aufs Maul. Ich so das Gefühl gehabt. Sollen wir mal Gruppenkämpfe. Ich tue mal meine Gruppe so schon mal perfekt einstellen. Gehen wir mal kein Risiko ein. Jo. Jo. Speichern. Ich weiß ja nicht, ob ein Tod hier mich wirklich tötet. Ich glaube zwar nicht, aber versuchen wir mal. Kein Risiko einzugehen. So, dann ab in die Gruppenkämpfe. Ja. Anfängerklasse, also ja. Bisher Zellos und Gennis nehmen teil, richtig? Was mit nur 3? Sobald ihr eine Klasse ausgewählt habt, geht ihr euch diese Tür in die Arena. Vergesst nicht, dass die ersten 3 Mitglieder eurer Gruppe teilnehmen können. Super. Also. Ja, machen wir so. So. Na. Immer noch hier. Alles klar, dann mal rein. Wir haben so haushoch gerade gewonnen, das kann ja nur gut werden. Hungrig nach Siegen kämpfen sie Seite an Seite, das sind die Gruppenkämpfe. Soeben bestritt das Team von Presser, die den Titel Jägerin trägt, die Arena. Idiot. Beginnen wir mit dem ersten Kampf, bereit, los. Ja, man, schon wieder 3 Kämpfe, ne? Oh Gott. Hi, na? Jawohl. Ey, das ist unfair, die sind 4. Warte. Lass mich durch. Lass mich durch. Ich will auf die drauf gehen.
Zaubert die ganze Zeit wie blöd. Meine Güte. Ist gut, Mann. Ich glaube, die Gruppenkämpfe werden ein bisschen einfacher. Ich möchte natürlich aber keine freiwilligen Schlüssel ziehen. So viel Schaden, wie ich bekomme. So, warte, du bist jetzt dran. So, mach den fertig. Soll nicht. So. Ja, hier sollte man echt mehr auf Kochen achten, ne? Dem Prozessor gewinnt den ersten Kampf. Keine Probleme festgestellt. Weiter mit Kampf Nummer 2. Bereit? Los! Mein Gott. Mal diesen. Leck mich. Die zaubern. Oh Gott, das ist nicht gut. Aha. Man hat hier so Flächenangriffe, ey. Oh Gott, ich muss aufpassen, natürlich nicht. Oh, sehr gut. Sehr gut. Au. Aber das schaffen wir locker. Wie treten? Ja. Wie langsam die Charaktere abwehren, ey. Ich bin immer noch nicht gewohnt nach 150 Parts. So. Ach, ich kann ja gar nicht kochen, weil ich Riegel gar nicht dabei habe. Ja. Dem Prozessor gewinnt den zweiten Kampf. Unsere Strategie funktioniert. Geben wir weiter unsere Bestes. Wir machen einfach weiter. Der dritte Kampf. Fertig. Los. Ich glaube, das ist nicht der letzte Kampf. Verdammt. Oh, Monster. Sehr gut. Ja, Proton. Nee, Ray. Ray wäre besser gewesen. Ich liebe diesen Flächenangriff. Ja, Ray. Das ist gut. Hauptsache, keiner von euch kann zaubern. Extrem doof gewesen. Sehr gut. Uns doch zwei Heiler dabei zu haben. Okay, der kümmert sich um den einen. Sehr gut. Wie auf Rain. Oh, Rain, du kannst dich ruhig heilen. Au. Ja, ich glaube, okay, macht sie auch. Ich glaube, absichtlich keine Fähigkeiten einsetzen, weil wer weiß, wie viele Kämpfe wir noch bestreiten und ich sollte vielleicht ein paar TP aufbewahren. Sehr gut. Sehr gut. Ein Leuchttrank. Auch der dritte Kampf geht an Team Prasaya. Ihr seid alle an meiner Seite, also weiß ich, dass wir den nächsten auch gewinnen können. Das Turnier erreicht seinen Höhepunkt. Der vierte Kampf steht an. Fertig, los. Wahrscheinlich 5 Kämpfe, ne? Oh Gott. Einer. Was? Wie könnt ihr es wagen? Ja, muss ich lange hinter ansehen, wie meine Unisono-Leiste ja immer weiter abnimmt. Ma. Ja, sehr gut. Zellus macht wenigstens Zeugs. Oh nein, der kann zaubern, der Typ. Halt dir mal jemand auf.
Na, haut der noch Indignation oder irgendwie sowas raus. Der schon ganz schön lange anzaubern. Wie hat der aber nichts gemacht? Der hat irgendwas gegen Zellos, glaube ich, gemacht, aber. Rapp schon. Dich. Au. Nur auf die Kleinen. Nur auf die Kleinen mit den riesigen Äxten. Ah. Oh, läuft. Jawohl. So, bitte sagt mir, dass das der letzte Kampf ist. Team Berserk gewinnt auch den vierten Kampf. Als nächstes kommt der letzte Kampf. Wir müssen durchhalten. Jetzt steht nur noch dem Team von Berserk ein letzter Kampf, ein letzter Gruppenkampf vor. Fertig, los, Bams. So, oh Gott. Na, ihr Mummies. Sieht aus wie diese einen Mumien aus dieser Zeichentrickserie. Die hießen auch Mummies, oder? Könnten sich irgendwie in so andere Mumien verwandeln. Bin ich schon mal auf dieses Thema eingegangen? Ich weiß es nicht. Ich liebe diesen Angriff. Wenn man einfach so viel trifft auf einmal. Nein. Nein, wer zaubert da? Boah, ist halt da dran. Kommt her. Gar keine TP mehr. Da, die Zuschauer, schaut sie an, die feiern uns an. Jawohl, Thunderbell. Ich würde sagen, ein paar Zauber wären auch gut, Zellos. Langsam werden wir ein bisschen eingekesselt. Das dürfte eigentlich kein Problem sein, ne? Ma! Na, den Angriff kann ich noch einsetzen. Sehr gut, noch zwei. Haben wir das auch geschafft. Trotzdem mal wieder neue Klamotten hier zum Ausrüsten und so. Wahrscheinlich erst wieder in der Unterwelt und so, ne? Oh, sehr schön. Team Berserk gewinnt das Turnier für Gruppenkämpfe. Gewonnen. Danke an euch alle. Team Berserk erhält 20.000 Gold und ein Medizin-Set. Auf Wiedersehen, verehrte Zuschauer. Bis zum nächsten erbitterten Kampf. Ist das alles? Ich will mehr haben. Dann so schon immer hier. Ich bekomme verdammtes Elixier, ey. Ja, okay, Elixier sind eigentlich nicht schlecht. Aber trotzdem. Ich könnte mal einen Solo-Kampf versuchen. Wo ich jetzt wahrscheinlich voll auf die Möhre krieg. Oh, lass mal mal. Ja, Anfängerklasse und dann direkt höchste Klasse, ist klar. Hey, konnte man nicht hier irgendwie was... Was? Es erscheint ein geheimnisvolles, sonnengebräuntes Mädchen. Das... Was bedeutet der furchteinflößende Kampfschrei? Natürlich ich die einzige Kampf auch und dann einen Gruppenkampf teilnehmen. Ja. Okay, haben wir ein, zwei Sachen erreicht. Also nicht. Ein paar Level haben wir auch sogar noch erreicht. Kochen. Ne, nicht Obstsalat. Dingens. Ich glaube, wir können gar nicht kochen, ne? Kolosseum. Wow, warum bist du denn so schlecht im Kochen? Plötzlich habe ich die meiste Zeit im Kampf. Zellos. Du kannst sogar kochen. Warte mal, er hat doch noch nie... Okay. Mein Gott, wieso hat Gens so viel? Warum kann er so gut kochen? Er kann besser kochen als Riegel. Ja, okay, fast. Aber das mal den Profis lieber. Komm, irgendwas. Na gut, dann würde ich sagen, 20 Minuten waren das jetzt und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge
von der 2 Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Was auch immer wir da machen. Tschüss.